Auch als Futtern. Portweinsoße. Versuche zwanghaft mein Zimmer warm zu bekommen. Echt? Alter, hier ist es mega warm. Also ich bin tatsächlich froh, dass ich gerade im Keller sitze und dass es hier relativ, also frisch ist. Jetzt nicht kalt, aber frisch. Weil draußen saßen. Doch, eigentlich saß ich jetzt den ganzen Tag draußen mit Hasi Pupsi Schatzi. Und ja. Das war sehr angenehm, endlich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. Ich glaube 25 ungefähr. Warte, bin ich hier echt? Ach doch, hier sind wir stehen geblieben. Ging ja frisch gezapft, das ist auch nichts einzuwenden. Das stimmt. So ein kühles Bier. Ach, das wäre schon was. Wobei in der Garage haben wir, glaube ich, noch was stehen. Also wir könnten, wenn wir wollten. Draußen sind es 29 Grad, schon in meinem Zimmer sind es 8. Boah, scheiße. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wir könnten dir einen Heizstrahler leihen. Wir haben davon, glaube ich, noch welche. So, stimmt. Beim letzten Mal haben wir mit Shani gesprochen. Beim letzten Mal waren wir bei Shani. Ich freue mich ja immer noch, dass sie hier in dem DSC einen Platz gefunden hat. Dabei habe ich das Fenster schon auf. Ist einfach mein kaltes Herz, dass sie die Kälte ausstrahlt. Oh, ach komm. So ein kaltes Herz hast du nicht. Das glaube ich nicht. Dafür bist du in Final Fantasy 14 auf jeden Fall zu nett. Wenn du nur wüsstest. Ach, nee, ich glaube, ich kann dich da schon ganz gut einschätzen mittlerweile. Ich sage nur dicke Katze. Hat er uns gerade als Scheiß bezeichnet? Ist das ein Ernst? Ist das ein Ernst, dass er uns als Scheiß bezeichnet hat? Gut. Dann treffen wir jetzt gleich nochmal Shani. Da. Gut. Ich verwechsel nämlich zurzeit die Steuerung. Ich habe nämlich durch Freitag, das Freitag war's, die Steuerung von Tomb Raider wieder im Kopf und nicht die von Witcher. Was nicht gut ist. Gar nicht gut. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt wegrollen will, fange ich an zu schießen oder keine Ahnung. Deine Zinsturen habe ich jetzt 500 Weiß, 500 Grüne und 500 Kaffeebohnenfarben. Boah. Ja, viel Spaß dabei, Luna. Viel Spaß. Alter. Ich kann, glaube ich, nur erahnen, wie lange du dafür brauchen wirst. Das ist der links auch noch der Greifenkopf. Kann du, oder? Warte, weiß ich gerade gar nicht. Es ist auf jeden Fall irgendein Flugviech gewesen, ja. Warte mal, ich guck mal nach. Ach, geht der hier. Es ist der Gabelschwanz. Der Gabelschwanz ist es. Pro 500 circa eine Stunde. Boah, Alter. Also warte, ich wollte ja hier sowieso mit dem Fatzken reden. Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon? Ich bin ja nur ein Hexer. Ja, stimmt. Moment Hexer mal, haben ja auch wenn keine das Ahnung. ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Oh. Betrüger! Tapfere Soldaten, nicht drängeln, sonst. Vorsicht! Ah. Kreist ihn ein! Jaha.
Weißt du, ich rette euren Arsch aus, und ihr sagt, ich rette der Scheiß Schwert weg, ey. Wie der Basilisk. Ich glaube, das war eine der Quests, die ich vorher vergessen hatte. Egal. So, und wehe, wir treffen wieder einen Spinner. Dann schreie ich, dann renne ich weg. Ich habe keine Lust auf Spinnen. So bekomme ich, nachdem ich jetzt durchgekroft habe, wieder 4 Millionen. Oh, Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Willst du das für mich auch mal machen? Wobei, nee, ich bin mit meinem Betrag in dem Spiel zufrieden. Noch. So lange, bis ich etwas sehe, was ich mir nicht leisten kann. So lange bin ich noch zufrieden. So, wir sollten aber auch gleich da sein, hoffe ich. Dass jemand sein Haus willst, bekommst du dann dafür einen Jungen. Ach Quatsch. Ja, steig bitte einmal vom Pferd ab, das wird sonst nichts. Und lasst Plötze in Ruhe, ja? Mein Pferd hat euch nichts getan. Aua. Aua, aua, aua. Ja, einmal mit Profis, ne? Das, ja, nee. Ja. Oh. Wer schießt mich da ab? Ah, du. Nein, das funktioniert so nicht. Ja, ohne Arm lässt es sich schlecht schießen. Verdammt. Jetzt. Klappt doch. Braten, Fleisch. Das nehmen wir mal mit. Werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen können, aber trotzdem. Heiliger Kreuzdorn, ich dachte, ich wäre erledigt. Meine Hütte steht dir immer offen. Danke. Das Schinkenbrötchen. Nein. Will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Hätte ich dich schon. Toll. Bei Omens. Ganz toll. Reich werde ich, glaube ich, nicht. Alles gut, bleibt. Nein. Ja, ist doch gut, mein Pferdchen. Ist doch gut. So. Sind ja bald da. Und 100 pro renne ich gleich in die Spinne rein. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, in welche Richtung sie rein. War ich hier schon mal? Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ja, viel Spaß im Glück, Luna. Und auch viel Spaß beim Farmen. Ich beneide dich da nicht drum. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja. Deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Das. Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden... Vielleicht begleitest du mich. Boah, Geralt auf eine Hochzeit. Uff. Okay,
Ich ahne, worum es hinauslaufen wird, aber... Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Wir begleiten Frauen irgendwie immer zu irgendwelchen fast Festen. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. Ich meine, mit der Wälzer hatte recht. Jennifer waren wir auf einer Feier. Ja, schade. Und dass mit Triss meine ich auch. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Liegt man. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Braun. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Ja, in der Tat. Und weh, ich finde hier nichts. So. Ein paar Kronen. Nein. Sehe ich schon? Weiß ich nicht, nehmen wir einfach mit. Sieht aber echt cool aus. Oh. Naja, Erscheinungen sind jetzt nicht so schwierig. Da hatten wir schon andere Gegner. Waldschrate zum Beispiel. Ich sage nur Waldschrate. So was kann es nicht werden. Ich habe vergessen, Öl zu nehmen, ne? Das war das alle? Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. So. Da gucke ich aber gleich rein. Hier haben wir noch was. Alexi, 19, geliebter Sohn und Bruder. Fehlt noch irgendwas? Alter Grabstein. Inschrift fast völlig verwittert. Okay, da war noch. Aber Gerrit ist ja sowieso ein bisschen zipperlich. Kestatis? Den suche ich nicht. Dann nicht. Eulalia von Everick, gestorben 1250. Gestorben 1250. Okay. Es kann ja ewig dauern, bis wir hier irgendwas finden. Honoratina, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257. Da geht's noch weiter runter. Hier ist noch was. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Wladimir von Eber, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte. Jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Boah. Ach, Geralt. Ja. Leben und Tod und Chaos hinein. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Ich glaube, das kann ein bisschen länger dauern. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. So, und wo ist das letzte? Da unten. Erhebe dich, der du lang schon. Ja, du wiederholst dich, Geralt. Ver-
Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Jaha. Leben und Tod und Chaos hin. Jaha. Jetzt muss ich die Kerze anziehen. Wie gewöhnlich muss man die Kerze ausmachen. Aber wir zünden sie gerne mal an. Grünes Feuer. Leben und Tod und Chaos hinieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass sie. Leben und Tod und Chaos hinieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Oh yeah. Einmalei, Honoratina. Ich möchte Familientreffen. Woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everreck erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut eines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Das ist nicht dein Tag. Scheiße, das ist... Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob Geralt jemals Glück hat. Wäre doch einfach mal nett, wenn die Geister oder allgemein Monster mal so ein bisschen kooperativer werden. Muss man immer gleich töten? Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everreck, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Wer wüsste, was Geister alles anrichten könnten. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ihr immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Ja, Feiern ist natürlich ganz, ganz wichtig. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Nein. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Hör mal,
Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Weil das Vögeln auch so wichtig ist. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Er kann ja so tun, als ob. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Wie soll das denn gehen? Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Oh Mann. Ich bringe ihm doch keinen, von dem er Besitz ergreifen kann. Ich meine, hallo? Komm schon, wir verschwenden nur Zeit. Das wird doch nichts. Und das soll mich kümmern? Wenn ich eines habe, dann Zeit. Warst du zu Lebzeiten eigentlich auch schon so ein Ekel? Mach mich nicht sauer, Jungchen. Jungchen? Ich hab nur eine Nacht. Ich will anständig feiern und nicht anderen dabei zusehen. Was schlägst du vor? Ich habe eine Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Nein. Oh doch. Nein. Doch, kommt es. Ich hab's befürchtet. Ich hab's echt befürchtet. Oh nein, das geht in die Hose. Geralt! Oh nein, pass auf, dann gehen wir am Ende noch auf die Hochzeit. Und benehmen uns daneben. Nein. Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Oh nein. Versprich mir zu bleiben. Das geht doch in die Hose. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Lass das mal zuhören. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Oh. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Es ist seine Schuld. Mhm. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine, die von Olgierds Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Ich hab's befürchtet. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Hm, welch Möglichkeiten. Ja, legen wir mal ein paar Regeln fest. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Schalt dein Hirn ein. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu, ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt noch nicht. Gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich was geht, aber. Also dann zum Beispiel. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ja. Ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Ja. Servus. Oh. Du Sau. Nehmen wir das hier. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexer. Also Geralt ist eigentlich kein Langweiler, aber wir nehmen das mal. Das ist unverfänglich. Was? Wir sind vom selben Geiste. Warum? Wir sind doch nicht langweilig. Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Oh, nein, 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 Shani, nein. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit einer Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben? Nein. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Evereck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Das sind alles so Spitznamen, die möchte ich niemals hören. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Weißt du, von allen Dingen hast du dir genau das gemerkt. Famos, dann sehen wir uns im Festsaal. Ja, ja. Kupferschnecke. Jetzt hat sich Brüssel das auch noch gemerkt. Sagen, Hexer, bei so einem Ganz Weib toll. Kann man schon den Verstand verlieren. Und das hat niemand Geringeres als Wladimir von Evereck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Nein. Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, Das heißt... Du lässt Shani in Ruhe. Die Heuböden warten. Nein, du lässt Shani in Ruhe. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Im ersten Teil... Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in andere Leute gärten. Das ist gut. Ja, das ist eigentlich nur zum Schutz von Shani gemacht. Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Ich möchte nicht, dass Shani von irgendeinem komischen Geralt, der vom Geist besessen ist, angekrapscht wird. Das fände ich jetzt eher semi-gut. So, was haben wir denn hier? 49. Machen wir das hier einmal. Wir haben ja mehr als genug. Das brauchen wir noch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass diese Hochzeit den Bach runtergehen wird. Wenn du die noch nicht gebumst hast, bist du ein Teufel. Boah, Alter. Ich soll eine schöne Zeit haben. Was kann ich dafür, dass ich es mit drei Frauen im Heu am schönsten finde? Weiter so, Plätze. Warte, wo müssen wir hin? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Gebiet mit den ganzen Spinnen war hier unten. Hier waren die ganzen Spinnen. Wie ist die? Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Nee, stimmt. Plötze hat ein bisschen was gegen Geister. Wir haben das schon mehr als einmal bemerkt. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Das ist ein Monsternest. Die alten Zeiten. Das ist noch ein Monsternest. Warte mal.
Also so viele Monsternester kann ich hier jetzt nicht allein lassen, ne? Die würde ich schon gerne erledigen. Okay, der will sterben. Aha. So. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ja, und das soll ja nicht sein, ne? So, wo war hier noch eins? Da hinten, oder? Ja, da hinten war noch eins. So, unsere Hülse ist auch beschädigt. Wir haben hier Gott sei Dank mehr als genug Reparatursets, um das erledigen zu können. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Geralt, wir wissen das. Ah, jetzt kommen ja die Leutchen wieder, ne? Ja.